Diese deutsche Kirche sieht aus, als wäre sie normal. Nein, ist sie nicht, denn diese drei seltsamen Metallkörbe sind Relikte einer historisch absolut einzigartigen Katastrophe. 1534, im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, brodelt es. Seit Martin Luther 1517 die 95 Thesen veröffentlichte, gibt es ernstzunehmende Unruhe in der eigentlich streng katholischen Gesellschaft. Getrieben von dem Wunsch, alte Missstände endlich zu beseitigen, gibt es aber auch eine Bewegung, die deutlich radikalere Ziele verfolgt. Aus den Niederlanden heraus schaffen es die sogenannten Täufer vor allem in der westfälischen Stadt Münster Anhänger zu finden. Innerhalb kürzester Zeit schaffen sie es dort, die politische Macht zu übernehmen und zum absoluten Entsetzen der umliegenden Bischöfe ab 1534 sogar einen fanatisch-religiösen Sektenstaat zu errichten. Wie sie das geschafft haben und welche Rolle dabei nun diese Metallkörbe spielten, das erfährst du in der neuen Folge Was bisher geschah, jetzt kostenlos überall, wo es Podcasts gibt.